Damit, okay, sorry, ich habe ein bisschen, ich war ein bisschen am Überfliegen. Ja, alles gut. Den Kerker mache ich, glaube ich, trotzdem gleich zur Sicherheit schon mal auf. Nur, dass ihr dauerhaft vorgewarnt seid. Ne? Wenn ihr mal hier was Nettes zu mir sagt, dann geht's ab in den Discord-Kerker. Kann man in irgendwelchen Kanälen Leute einsperren auf Discord? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Das ist ja voll witzig. Ich glaube, das geht nicht. ich guck mal, was sich da machen lässt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das wäre witzig, wenn man so für weiß ich nicht, einen Tag oder so Leute in einem Channel einsperren könnte. Oder einen schönen Sklaventreiber noch sind. Ich fände das witzig. Hm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fände das super. Tja. Oh. Tja. So, hier schöne Erze, damit wir schön 10 XP bekommen und nicht nur einen pro abbauen. Ja, ja, so ist es. Mit Stein zieht sich das nämlich immer ein bisschen. Wir haben einen kleinen Strand hier im Keller. Ich hoffe, es gefällt dir, wenn es fertig ist. Also eigentlich ist es schon fertig. Es ist aber trotzdem, also... Und wofür soll der Keller sein? Das ist Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, das sage ich dir nicht. Mhm. Glaubst du mir etwa nicht? Nö, irgendwie nicht. Hast du den Keller schon gesehen? Oder glaubst du nicht, dass es ein Geheimnis ist? Mainboard ist noch die vierer Generation von AMD. Also halt ein recht altes. Gesundheit. Ein recht altes Mainboard. Das Problem liegt eher am Geld bei mir, mir ein neues zu holen. Hm. Weil ich auch gleich einen neuen Sockel brauche, ne? Also eine neue CPU dafür brauche. Und soll die alte wieder runterkratzen vom Mainboard. Nochmal recyceln, wiederverwenden. Mhm. Neue Pins draufspucken und dann. Na klar. Ja. Wenn ich ein 5er Generation Mainboard hole, brauche ich auch die neue Generation dann davon. Keine Ahnung. Ne, alles gut. Weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch. So. So, so, so. Bestimmt bei 10 Jahre. Fertigkeitspunkt. Rein da. Da. Ja, meine ja. Speed. Seht ihr, wie viel schneller das jetzt schon ist? Ne? Also das ist schon crazy hier. Aber so. Wie läuft's eigentlich mit der Mob-Farm bei dir? Naja, ich baue ja immer noch ab, ne? Hm. Also läuft nicht so gut, sagst du? Dauert ja eine Weile. Wir schauen jetzt einmal, passt auf, wer das gerade, wir schauen jetzt beim Platin einmal, ob uns das XP dazu gibt. Wir sind bei 1, 2, 5, 3. Wir bauen Platin ab. Und wir sind bei 1, 2, 5, 3. Platin bringt uns also nichts. Ich bin schon wieder Mob in der Nähe. Ich hasse es. Denke ich immer daran, weil ich krieg so einen ekligen Effekt durch meine Klasse. Okay. Ach ja. Dadurch, dass ich Valkyre bin, bin ich schwach bei Untoten. Und wenn Untote in der Nähe sind, dann kriege ich immer so Verlangsamung und so. Dein Schwächungseffekt. Merke ich immer. Ja. Der doch so schön ist. Eine Höhle. Der doch so schön ist. Der Fliegeeffekt von der Valkyre. Der Fliegeeffekt von der Valkyre ist geil. Deswegen habe ich sie auch genommen. Ich finde dein Neger. Ja, sag ich kacke. Dein Negereffekt. Ehrlich. Negativeffekt ist so besser. Was hast du gerade ganz kurz gesagt? Bitte wiederhole es nicht. Negativeffekt. Ja, hab ich. Die verstanden. Aussprache war eben nur ein bisschen dumm dafür. Ein bisschen kacke, ja. Solange keiner weiter gehört hat und das auch nicht im Chat jetzt schreibt. Ne, Monkey? Also bei Monkey glaube ich nicht, dass er das schreibt. Es gibt eher so andere Experten, die in meinem Chat manchmal unterwegs waren, denen ich das zutrauen würde. Aber die sind heute nicht da. Den brauchen wir auch nicht weiter erwähnen. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter ab, ne? Damit wir noch einen größeren Keller haben. Da ist das Licht ausgegangen. Willst du in dem Keller vielleicht das Lager vergrößern dafür oder was? Ich will nur XP sammeln, ich will gar keinen Keller haben. Scheiß mal auf den Keller, wofür brauchen wir einen Keller? Weiß ich nicht. Ach so. Okay, sorry, wusste ich nicht. Hätte ja sein können, dass, also, ne? Ja, ja. Weiß schon, wie ich meine. Ja, okay. Wenn du meinst. Dann ist ja alles gut, wenn wir uns verstehen. Ist ja alles
Jetzt warum habe ich mir schon gedacht, dass sowas kommen muss, Flash? Weiß ich nicht. Da kann ich nicht mitreden gerade. Warum habe ich mir das bei dem Typen schon so gedacht, ey? Was eigentlich nichts Neues ist. Hat er ausgeschrieben, was du ausgesprochen hast? Nee, nicht wirklich. Aber drumherum geschrieben. Ich sag das auch auf der Straße, mir ist das vollkommen egal, nur weil die Leute jetzt plötzlich ein Problem damit haben, ist das noch lange nicht mein Problem. Aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Alles gut, ne? Also, ich stelle mir gerade vor, wie so ein Monkey auf der Straße rumläuft und einfach dieses Wort rumbrüllt. Naja, du weißt ja nicht, wie der in Wirklichkeit ist, der Typ, ne? Du weißt ja nur, wie er im Chat so ist. Also, wie gesagt, jedem das seine und Hula Dieb ist ja trotzdem der Monkey, ne? Hier, lass dir nichts einreden von dem Zentrus, der ich sag Kaffee, ja nur, man weiß ja nicht, wie er so in Wirklichkeit ist, ob er auch so wie im Chat ist, oder es gibt ja genug Leute, die sich dann verstellen. Also, soll ja nicht heißen, dass er so ist, aber ja. Ich finde die Vorstellung trotzdem witzig, dass er so über die Straße läuft, Alter. Vor allem, weil man sich das gleich bildlich vorstellt, wenn man sowas liest, ne? Ja, in dem Fall auf jeden Fall schon. Naja, also ich benutze tatsächlich auch in Real Life mehr Worte, als ich hier im Stream benutzen würde. Ja. Deswegen, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Monkey. Also das ist jetzt nicht so ein Wort. Ja, weil man bei YouTube Umlaufe, oder auch bei Twitch mit den Wörtern sowieso aufpassen muss. Naja, also das Ding ist, solange Leute sich so in der Art benennen können, ihren YouTube-Namen so eingeben können, und du das so im Chat vorliest, kannst du sagen, was du willst. Also wenn jetzt, ne, ja, hier, ein Dingens schreiben würde, wenn jetzt, ah, jetzt habe ich kein gutes Beispiel. Wenn jetzt Mr. Scheiße schreiben würde, anstatt Mr. Monkey, dann könntest du so oft Scheiße sagen, wie du willst, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Außerdem ja, bei das ist ja egal, ich meine aber nur die bestimmten Wörter, die rassistischen. Das meine ich. Ja. Das ist eher das aber Problem. Monkey ist ja auch eine Rasse, ne? Also, ist ja schon krass, dass ich dann immer Monkey sage. Monkey ist eben Affe. Also. Ja, ist eine Rasse. Ist schon kritisch. Sorry, Monkey, wir müssen leider deinen Namen ändern. Bitte such dir mal schnell einen anderen Namen aus. Sonst muss ich es leider tun. Also, ich hoffe, das verstehst du. Es tut mir auch wirklich leid für dich. Ob dir das also leid tut? Ist ja nicht böse gemeint. Im Streitfall würde ich es auch nicht benutzen. Das ist ja eher unter Freunden. Ja, wie gesagt, alles gut. Ich verstehe dich. Also, selbst wenn du das jetzt hier in den Chat ballern würdest, ich hätte damit kein Problem. Ne, wenn YouTube das zulässt, dass sowas in den Chat kommt, dann ist mir das scheißegal. der mit der Affenhand. Okay, ist fein für mich. Aber dann bist du ja wieder. Also, Affe ist ja. Ist nicht auch eine Rasse? Ja, gut. Der mit der Affenhand hat gesprochen. Er hat nun einen neuen Namen. Ja, der Müll auf. Wir machen eine Taufzeremonie für dich. Wir taufen dich jetzt hier in-game. Monkey Sand. Wir taufen dich jetzt. Aber du bist bereit. Wir holen, Wasser habe ich. Du musst nur zwei andere Sachen holen. Könnte man Schild auf YouTube nicht seinen Namen auch noch ändern? Ich weiß, dass es bei Twitch geht. Nein, weiß ich nicht. Ich glaube. Nein. Monkey kann ruhig seinen Namen behalten. Nicht also meint nur, ist schon witzig, dass aber, man irgendwie bei Twitch einmal im Monat seinen Namen ändern kann. Einmal im Monat? Ja. Und es gibt Leute, die plötzlich wirklich ihren Namen einfach ändern, aus Spaß. Um den Streamer zu ärgern damit. Und so machen. Bitte verwende nicht solche Fachbegriffe, die sind mir nicht geläufig in diesem Moment. Ich google das jetzt. Na klar. Ja. Defamiert. Das klingt wie ein Gebäck oder so. Defamieren. Absichtlich jemandes Ruf schädigen. Bitte verzeih mir, Monkey, das war nicht persönlich gemeint. Darf ich dich trotzdem taufen? Moin Mainz. Da ist Mainz wieder. Moin Mainz. Das gehört mir. Ne? Mainz ist auch wieder da.
Habe ich doch gerade gesagt. Ist mir nicht zu. Doch. Monkey, aber ich habe auch nochmal gesagt, meins ist auch wieder da. Darf ich dich trotzdem taufen, Monkey? Oder also. Bitte? Weißt du was? Scheiß drauf, ich frage einfach gar nicht. Ich mach's einfach. So, dann nehmen wir den hier. Du bist der Ältere. Nee, Quatsch, du bist der Jüngere. Ist auch egal. Nehmen wir den, ach, wir brauchen gar kein Wasser. Hier. Wir taufen dich nach alter Manier im See. Im See vorm Haus. Und zwar. Ob man die auch mit Namensschild ändern kann? Wen? Die Affenpuppe, die du da gerade genommen hast. Ich habe keine Affenpuppe genommen. Okay, kauf mich. Was ist heute los, Alter? Das ist so witzig heute mit euch. Ach, ja. Ja, wie, für wie viel, also ja, für wie viel darf ich nicht kaufen? Ich hab, warte mal, ich schau mal kurz. Ich hatte hier einen Kronkorken. Reicht das? Ein Kronkorken? Nee. Also, reicht nicht. Eine halbe für jeden Biertaufe? Eine halbe für jeden. Worauf war das jetzt bezogen? Meist rein in den Lachs. Ja, ich wollte eigentlich was klein wenig anderes machen, aber dafür brauche ich, mal einen Baublock hier. Oder geht die Axt vielleicht direkt kaputt? Nee, doch noch nicht. Naja, Kronkorken wie bei Fallout, ne? Reicht doch. So wie meins schreibt. Ja, Kronkorken reicht. Perfekt, okay. Ich schick dir. Ups. Ich weiß leider nicht, wie alt du bist, das gebe ich auch nichts an. Ich sag es einfach mal, ich schicke deinen Eltern den Kronkorken nach Hause, um zu bezahlen. Und die schicken dich dann zu mir, ja? Was hast du das? Dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Adresse steht in meinem YouTube-Profil, das ist der Discord-Link. Da können dich deine Eltern einfach hinschicken. So, Monkey, du wirst hier. Oh, da, ich brauche gar keinen Baublock. Ich hab hier den perfekten. Da. Hey! Monkey, wo gehst du hin? Ich hab dich noch nicht zu Ende getauft. Ach ja. Na gut, Ja. Der mit der. Ach so, Quatsch. Taufe von. Der mit der Affenhand. Der mit der Affenhand. Sorry, Monkey, wir müssen dich mit Bindestrich schreiben. Also der mit der Affenhand muss mit Bindestrich geschrieben werden. Zack. So, dann hole ich dich mal fix wieder. Und dann machen wir das jetzt so lange, stopfe ich dich hier unter Wasser, bis du endlich da bleibst, damit klar ist, ja? Nee, das war aber meine Frage. Kann man den auch mit Nametag umändern, den Namen? Wenn dann am Amboss. Ich glaube, mit Nametag nicht, weil es ja kein Mob oder sowas ist. Ach doch, ja, mit Amboss funktioniert das sogar, weil dann kannst du ihm wirklich einen Namen geben. Das können wir mal machen. Und Nametags, ich weiß gar nicht, ob wir sogar welche haben, aber sonst sind die auch gar nicht haben teuer. Wir auf jeden Fall. Da habe ich safe mal welche mitgebracht. Und wenn sind die eh nicht teuer? Ja, craften kann man die nicht. Also müsste man, wenn dann beim Villager kaufen. So, haben wir denn noch einen Amboss? Ich hatte hier doch letztens noch einen gesehen, bin ich der Meinung. Man kann. Ja, man kann die echt. Haben wir einen Amboss? Hallo, Fräulein, wo haben wir einen Amboss? Vor allem kostet 20 Smaragd. Ist das dahinter vergessen? Warte, jetzt muss ich nochmal im Chat hochscrollen. Ach, das Fragezeichen. Oh, sorry, es tut mir leid. Ich gehe gleich zurück. Ich gehe gleich. Obwohl, wir brauchen vielleicht gar nicht zurückgehen. Wir müssen eigentlich nur einen Amboss finden. Ja, Amboss. Ja. Zack, rein da. Er mit der Affen. Und. Zack. Hat das komplett drauf gepasst? Ja. Kostet zwar ein Level, ist aber voll. Ist das mir vollkommen wert. Der mit der Affenhand, Fragezeichen, ist jetzt getauft. Wir schmeißen dich nochmal ins Wasser, um dich jetzt nochmal wirklich zu taufen. Dann ist es auch wirklich vollständig. Geh schön zum Taufschild hin, damit es auch richtig funktioniert. Jetzt haltet euch fest, macht euch bereit. Der mit der Affenhand, kann ich das. Wie kann ich Schilder. Ah, so kann ich Schilder bearbeiten. Der mit der Affenhand, Fragezeichen, zack, wird jetzt getauft. Macht euch bereit. 3, 2, 1, es geht los. Er wurde getauft. Er schwimmt nach oben. Er muss es aus eigener Kraft nach oben schaffen. Sonst gilt die Taufe nicht, dann ist er halt tot. Er hat den Namen verloren. Dadurch, dass ich ihn gesetzt habe.
Hat er den Namen verloren? Normalerweise müsste er den behalten. Nee, hat er glaube ich nicht. Okay. Hat er nicht. Das heißt, der mit Darfnan, wir können dich leider nicht platzieren. Da musst du für immer in meinem Rucksack ruhen. In den Rahmen? Nee, ich packe ihn in meinen Rucksack, da muss er jetzt halt vergammeln. Nee, die Frage ist halt nur, vielleicht geht das in den Rahmen rein. Dass du den da reinplatzieren kannst, da kannst du ja normalerweise alles drin reinpacken. Ja, es passt jetzt. Also ja, können wir auch theoretisch probieren, aber... Hier, zack, du kommst in den stinkigen Rucksack. Der stinkt nicht, der Rucksack. Kein Strudel. Nicht. Ein Strudel nach unten. Hätten wir auch machen können, ne? Hätten wir auch machen können. Tja. Schönen Magma-Block unten hin, dann würdest du gar nicht nach oben kommen, ne? Okay, wie gesagt, du. Ja, aber der despawnt ja trotzdem bleiben, nach einer Weile dann, ne? Die spawnen ja durch den Magier ja alleine. Der würde den ja löschen einfach. Ja. Deswegen, das können wir nicht machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Natürlich in der Mine. Ich würde nochmal meine Spitzhacke kombinieren mit einer anderen, bevor wir runtergehen. Dann mach das. Wir haben genug Spitzhacken. So? Echt? Krass. Wusste ich gar nicht. Halt den Rand. Nee, wusste ich wirklich nicht. Mit dir weiß man nicht, ob das sarkastisch gemeint ist oder nicht. Nee, wusste ich also wirklich. Ja, aber wirklich genug Diamanten-Spitzhacken. Hab die gerade im Inventar kombiniert? Ja. Und hab einfach eine Epic rausbekommen. Das war eine Ankommen und eine richtig Kack-Spitzhacke. Okay. Das waren zwei beschissene Spitzhacken und also, ich hab eine Epic rausbekommen. Also geht das auch? Ja, scheinbar. Das ist richtig crazy. Das ist voll gut. Meine Epic geht auch langsam kaputt. Ja, kombinier die einfach im Inventar und dann zack, hast du die beste Spitzhacke, die es gibt. So, dann vergrößern wir die Kenner jetzt mal in die Richtung hier. Irgendwie glaube ich nicht daran, dass das passiert. Ich glaube, bei mir wäre das einfach eine normale dann. Normalerweise war es auch immer eine normale bei mir. Also eine Common ohne weitere Effekte. Sondern nur eine ganz Standard-Spitzhacke. Aber jetzt gerade, also ich habe es on stream. Du kannst es nachschauen. Du kannst Nee, erstellen. Ich glaube es dir. Alles gut. Also. Ich glaube es dir sogar. Das ist wirklich crazy. Du glaubst es mir sogar. Uiuiui. Auch nur ausnahmsweise. Eieiei. Das glaube ich dir nicht. Aber auch nur ausnahmsweise. Nee, ich glaube dir das auch nicht ausnahmsweise. Kommen, ankommen. Hast du eine, so, ich hab eine Kommen Frage und eine Ankommen gemacht? Ich habe so eine schlechte und eine andere schlechte. Ich habe eine Frage an den mit der Affenhand. Ist es gemütlich im Rucksack? Da hinten drin? Da in dem schönen diamantenen Rucksack. Ist es da gemütlich drin? Ich habe einfach eine Epic draus bekommen. Auf eher nicht, ne? Hast du auch? Ich habe eine Kommen und eine Ankommen zusammengepackt. Du cheatest. Jetzt cheate ich ja schon wieder, was soll denn das? Ja, kann ich ja nichts für, dass du cheatest. Ja selber. Und jetzt habe ich die Ankommen mit der Epic zusammen gemacht, habe ich eine Rare rausbekommen. Minus 5% Geschwindigkeit. Ja, hättest du das mal nicht gemacht, also ich hätte die Epic sofort behalten. Das war die fast kaputt war. Aber ich dachte, die hast du rausbekommen, dann wäre die doch wieder heile gewesen. Ich habe eine Ankommen und eine Common einfach so aus dem... Warte ich als Punkt! Rausgenommen aus dem Lager. Ich will den Baum hier. Ich will was gucken. Ah, jetzt kam. Das ist total. Das ist wirklich total random, was du rauskriegst. Dass er dir das nicht glaubt und du ihm nicht. Das ist Standard hier. Da bist du bei den Richtigen gelandet, meins. So, ich hab doch gesagt, ich glaub's ihm. Hallo? Ich glaub's ihm ja auch. Wir machen ja nur Spaß hier. Ne? Wir verarschen uns immer gegenseitig. Was fällt dir ein, so ein Blödsinn? Ich hoffe, deine Eltern haben dich losgeschickt. Wenn der Lord nicht gerade pupst, ist das. Dann stehst du doch drauf, Monkey, oder? Hab ich doch gerochen, dass du darauf stehst. Nein, ich mach erstmal die kaputt und dann die andere. Wo hab ich denn dieses scheiß Brett? Okay, reicht dann auch wieder, ne, Leute? Reicht dann auch wieder. Schrei doch nicht so rein, du übersteuerst so leicht dabei. Echt jetzt? Ja. Hier übersteuere ich mittlerweile nicht mehr selber. Also zumindest für den Sound, den ich höre, nicht. Bin schon im Paket. Sehr geil. Ich freue mich. Ich hoffe, du kommst nicht mit DHL.
habe ich gar keinen Bock drauf. Du wahrscheinlich auch nicht, weil das tut weh, wenn du mit denen kommst. Glaub mir, die schmeißen. Zumindest bei uns schmeißen bist du bei mir übersteuert, aber in OBS solltest du nicht übersteuert sein. Normalerweise, auch nicht immer, aber normalerweise höre ich in meinem eigenen Mikrofon, in meinem eigenen Kopfhörer, wenn ich übersteuere. Ja, nee, du gehst nur bis minus 20% bei mir bei OBS und dann ist Cap. Auf Gelb. Du hast einen Duftbaum gezündet in meinem Rucksack? Ekelhaft, was für ein Geruch. Er hat doch gesagt, das stinkt, deswegen. Bitte, Monkey, was für ein Geruch? Wenn es Bananengeruch ist, ist okay. Aber sonst über andere Gerüche müssen wir uns nochmal unterhalten. Dann müssen wir vielleicht doch einen Mietvertrag noch aufsetzen. Wo das klar drin geregelt ist. Weil, also so ein Duftbaum, weiß ich nicht. Das zieht ja auch nach vorne, weißt du? Das ist ich ja gesagt, das stinkt das ist, also. Nee, das ist ein bisschen respektlos. Also auch wenn du es dir in die Nase steckst, das ist zwar schon. Also da nimmst du zwar ein bisschen Rücksicht oder versuchst es wenigstens, aber so ganz klappen tut das nicht, weil das zieht ja auch nach vorne, weißt du? Da musst du schon ein bisschen auch nachdenken und auf die anderen Rücksicht nehmen. Ich finde das ein bisschen unfair. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Ja, aber du findest alles unfair. Also, alles, was gegen dich ist, wenn es gegen andere ist, ist dir egal. Ja, so ist es in einem Lord-Sklaven-Verhältnis. So sind da die Regeln. Da habe ich die Regeln nicht gemacht, ich befolge sie nur. Ne? Ah, also okay, da kann ich leider nichts dran ändern. Es tut mir auch sehr leid natürlich. Mir aber nicht. Aber bei dir. Hier nicht. Okay. Schreibt der Monkey nichts mehr. Ich glaube, er ist in seinem Duftbaum erstickt. Soll ich mal kurz nachgucken? Nee, er ist noch da. Ist noch da. Hallo, ich schüttle ihn mal ein bisschen. Oh, noch schütteln! Ist er da. Weiß ich nicht, ob er gleich wieder lebt. Ich habe ihn jetzt kräftig geschüttelt. Ich schüttle noch mal ein bisschen. Aber irgendwie. Mach mal ein bisschen hier nicht. Herzdruckmassage. Leider auch nicht. Haben wir Monkey verloren? Vielleicht müssen wir ein Grab für Monkey machen. Monkey. Wir haben ja noch einen Sarg oben vor der Tür. Den würde ich dann sonst gleich benutzen. Also, es ist schade, dass wir einen treuen Monkey verloren haben, aber ja, mit Verlusten muss man rechnen. Ach so. Ein sehr spezieller, mittlerweile legaler Duft. Da weiß ich leider nicht so genau, was du da meinst, aber vermutlich einfach Koks. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, das riecht auch sehr gut in der Nase. Okay, lassen wir das. Alles gut, bring mich nicht zum Lachen, wenn ich schreibe. Bist du blöd, ey. Doch, mach ich. Selber schuld, ne? Wenn du hier den Duftbaum zündest. Lacht. Das fasse ich jetzt schon wieder nicht. Du kommst jetzt in den Sarg oben. Monkey. Übrigens, Monkey, das mit dem Übersteuern, Monkey, meinte eben im Chat, dass du auch in RL übersteuerst. Echt? Hat er das geschrieben? Wo hat er das geschrieben? Im Twitch-Chat. Ich sehe nichts. So, hier, ne? Sarg. Ne? Siehst du? Sarg, zack. So, ich muss dich erstmal aus dem Rucksack holen. Du hast einfach kurz ein paar Sekunden zum Atmen und jetzt bist du halt tot. Tja. Sorry, also die Beerdigung feiern wir vielleicht noch, wenn wir daran denken, aber du hast wenigstens einen Vogel über dem Grab. Ne? Ich würde es positiv sehen. Und wie gesagt, nächstes Mal bitte nimm da ein bisschen Rücksicht auf die anderen. Also... Ist so. Warum soll man bei dir Rücksicht nehmen? Centus, misch dich da lieber nicht ein, sonst landest du auch noch in dem Sarg oben. Ich hab noch Köpfe von dir, ja? Du landest da auch drin. Oh, viel geräumiger hier. Also, ich fass es nicht, wirklich. Da wird ja auch noch frech. Weißt du was? Zünde deine Luftbäumchen da drin, wie du willst. Und Parotte da drin. Ich werde dir gleich noch... Ich bring dir jetzt einen Zentrum. Also ich lauche hier gerade unnötig hoch und runter die ganze Zeit, aber du hast... Also ich bring dir da jetzt einen Zentrumskopf rein. Der wurde gerade auch frech. Aber irgendein Sklave muss doch immer frech sein. Nee. Doch. Irgendein Sklave muss doch immer frech sein und dann ist das eben Monkey.
doch. Kuschelt da drin oder macht was auch immer ihr wollt. Ne? Ihr seid jetzt beide für mich gestorben. Ne? Das, also wie gesagt, ist sehr schade. Ach ja. Aber kann ich nichts für. Gesundheit. Kentos. Gesundheit. Danke. So, und viel Spaß jetzt mit Monkey in der Kiste hier, ne? Na, ich bin hier oben, also kann ich keinen Spaß mit ihnen haben. Nee, du bist da in der Kiste drin. Also ich weiß nicht, wo du glaubst, dass du bist, aber ich hab dich gerade da in die Kiste gepackt. Das Lord Affe wünscht noch eine Couch. Verzeihung? Geht's dir gut? langsam übertreibst du. Ihr zubaut. Ja. Ach ja. Da gibt's keine Bewegungsfreiheit. Oh Gott, das guckt. Und die Anfrage mit der Couch, ich hoffe, das war ein Späßchen von dir, ne? Haben wir jetzt alle mal drüber gelacht, sonst muss ich leider mal schauen im Lager, ob wir ein Feuerzeug haben oder so. Dann wünsche ich leider keine Begrabungsbeerdigung, sondern so eine, weißt du, hier verbrennen, Asche, Urne, dieses Ding. Aha. Weißt schon, was ich meine. Na dann. So, Feuer. Ui, wir hätten sogar was Episches dafür. Da wird zwar unser Haus auch abbrennen, da wird der Centus sich freuen, aber ich würde das schon machen. Hallo? Hi. Na, schön, dass du auch da bist. Ich geh schnell Luft holen. Wo willst du denn da noch Luft holen? Ah nee, gönn dir. Bis gleich. Bis gleich. Aber hol nicht zu viel Luft, ne? So, dann habe ich ja endlich ein bisschen Ruhe hier. Und kann den Keller weiter ausheben. Hast du dir den Keller eigentlich jetzt schon mal angeschaut? WTF, ich sehe das gerade im Stream. Keller. Aha. Ist doch schick, oder? EG. Pfeil nach oben, Pfeil nach oben. So würde das klingen, wenn eine automatische Stimme den Chat vorlesen würde. Hast du das eigentlich ganz unten gebaut oder wo hast du angefangen? Ich hab ganz unten hier angefangen. Wie gesagt, einfach zum XP-Farm. Ich hab da, also Keller ist mir kackegal. Das wirst du mittlerweile wissen. Ja, ja. Ich will nur XP-Farmen. Ich will nochmal skillen. Also, dauert zwar immer länger, weil die Levelabstände natürlich immer größer werden, aber. Oh, und Mining haben wir schon. Und die ganzen Keys lässt er aber da stehen. Ja, weil Keys auch, soweit ich weiß, keine XP gibt. Deswegen, und ich will da nicht die ganze Zeit zur Schaufel switchen. Hey. Kannst du so machen, guck mal hier. Mit der Fackel? Nee, kann ich mir auch sparen. Kannst du ja machen. Guck mal, hast du auch eine Beschäftigung hier im Keller. Meins hat eine Couch. Ja, dann, wenn Monkey gleich wieder da ist, dann könnt ihr da ja verhandeln. Also, Monkey hat bestimmt auch einen Kronkorken übrig. Ah, im Paket hast du die. Oh! Also Paket? Warte mal, ich hab dich zusammen mit einer Couch für einen Kronkorken gekauft. Crazy. WTF. Crazy. Guck mal, wie gut ich am Handeln bin. Wo ist denn Zentrus überhaupt? Der ist schon wieder weg. Ja. Guck mal, wie gut ich hier verhandelt habe. Ich krieg eine Couch und meins für einen Kronkorken. Ein Kronkorken. Gut, im Krieg wäre ein Kronkorken alles wert ungefähr, aber so, ne? Schon geil, oder? Also ich feiere das. Ja, genau. Ja, was ist denn das für eine Couch? Ist das so eine Polster-Couch? Ist das so eine Leder-Couch? Ist das eine kleine, eine große oder eher so Sessel von der Größe? Also weißt du, dieses, wo zwei Leute drauf sitzen können nebeneinander, so ein langer Sessel sozusagen? Ja. Oder ist das, weiß ich nicht, eine Fell-Couch? Oder beschreib mal die Couch, bitte. Das interessiert mich doch mal. Wieso sammle ich den Kack eigentlich ein? Da gibt eh keine XP. Und Fellüberzieher. Ein Fellüberzieher. Okay, Pistons brauche ich nicht. So. Pistons brauchst du nicht, oder was hast du gerade gesagt? Pisten. Na gut. Für die neue Mobform. Und das Ding kann ich dann auch wegmachen. Gut. Hui. Hopp. Und weiter hoch. Hui. Hopp. Also meine geht echt schnell hoch. Findest du? Das ist eine kleine Couch. Na okay, also kleine Couch passt auf jeden Fall noch ins Schloss rein. Da haben wir noch. Also so eine kleine Couch, die ins Paket auf jeden Fall reinpasst.
Und wahrscheinlich viel zu klein für das große Schloss. Nee, das Schloss ist ja schon größtenteils eingerichtet. Da ist, also für eine kleine Couch finde ich noch Platz. Zur Not auch im Kerker oder so. Das schauen wir mal, aber ich frage mich viel eher, dann muss der mit dem Speditionsdienst vielleicht kommen, ne? Also, wobei, kommt auch ein bisschen, vielleicht ist auch, vielleicht verarscht meins und auch uns auch nur. Und es ist so eine ganz kleine Puppenhaus-Couch. Und du meinst dich? Weißt du?